Hallo, herzlich willkommen zum 89. I Know Your Game Podcast. Heute genau vor, man weiß es nicht wie vielen Jahren, sind spannende Dinge passiert am, das haben wir den 27. Januar. Zum Beispiel 1880 hat Thomas Alva Edison das Patent Nummer 223898 auf seine bessere Glühbirne angemeldet. Und er hat es auch bekommen. Wahnsinn. Wir alle säßen heute noch im Dunkeln, wenn er das nicht gemacht hätte. Vielen, vielen Dank dafür. Wobei ich da nicht mal sicher bin. Gut möglich wäre es, dass das diese Glühbirne ist, die am Ende nicht produziert wurde, weil sie nicht schnell genug kaputt ging. Oh Gott, und ich erzähle hier völligen Schmuh. Dann streicht das aus eurem Gehirn, diese unwichtige Information. Merkt euch. Ich weiß es nicht. Merkt euch vielmehr, dass im Jahre 447 ein Erdbeben Konstantinopel die Konstantinopel schützende theodosianische Mauer erheblich erschütterte und beschädigte. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. 57 Türme sind damals eingestürzt und das auf den Tag genau im Jahre 447. Was macht das mit dir, Sam? Nicht so viel. Aber ich schätze mal, die Türmchen stehen wieder in Istanbul. Ich glaube nicht. Echt nicht? Ich glaube nicht. Langweilig. Man weiß es nicht. Dann ist die Frage, was auch ja noch vor einigen Jahren, aber auch genau am 27. Januar passiert ist. Das wird, glaube ich, jetzt unseren anderen Podcast mit Caster unglaublich bewegen. Und ich sage es jetzt einfach mal. 1929, den Brüdern Sass gelingt ein spektakulärer Einbruch in den Tresorraum der Berliner Diskontobank. Nein. Ja. Ich erinnere mich ganz dunkel daran. Ich war an dem Tag noch in der Bank. Ich habe mein Sparschwein eingezahlt. 1929. Ja. Das war die Zeit der großen Depression meinerseits. und der großen Irritation. Sowieso. So, dann haben wir unseren Bildungsauftrag für heute auch schon wieder erfüllt. Okay, jetzt können wir mit den richtigen Themen loslegen, genau, so muss das sein. Also es ist wirklich nicht wahnsinnig viel passiert. Ich bin ja bei der Meinung, dass eigentlich an jedem Tag, also es ist natürlich eine Menge passiert. Für den Fall, dass ihr das nicht wisst, Wikipedia führt für jeden Tag einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Da kann man immer nachgucken, wer so alles Geburtstag hatte, Kulturbegebenheiten, gesellschaftliche, religiöse, wissenschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse. Politik und Weltgeschehen kann man da auch finden, zu jedem Tag. Und es ist eine so lange Liste, dass man wahrscheinlich das wirklich Wichtige übersieht. Und zwar? Ich weiß es ja nicht, man übersieht es ja. Ach so. Zum Beispiel gibt es in der Liste gestorben und dann wird das nochmal unterteilt. Vor dem 19. Jahrhundert wusstet ihr, dass der römische Kaiser Nerva am 27. Januar 98 gestorben ist? Nein. Ja, da sieht man doch schon wieder, wie weit es mit eurem Allgemeinwissen ist. Das ist ja katastrophal. Ja. Dass ihr das nicht wisst. Oder der Erzbischof von Trier. Der ist 931 gestorben. Ich meine, da sind bestimmt mehrere Erzbischofs irgendwann mal gestorben. Ja, aber genau jetzt, heute, für euch am 27. Januar. Ich möchte bitte, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen, dass ihr diese Themen drauf habt. Ja, dass ihr genau wisst, wer gestorben ist. Ja, ist okay. Gut. Wer geboren wurde, wer einen Schnupfen hatte und welche Feier- und Gedenktage sind. Zum Beispiel der heilige Julianus von Le Mans. Da ist heute quasi der Feier- und Gedenktag. Aha. Das war ein fränkischer Bischof. Das wusstet ihr natürlich. Ja, sicher. Immer.
Die wirklich wichtigen Themen haben wir für euch natürlich wieder zusammengefasst in einem unfassbar phantasmagorischen Video, das wir diesmal auch auf unserer Seite posten und nicht nur auf Facebook, Twitter und unserem YouTube-Kanal, weil wir festgestellt haben, dass es tatsächlich Menschen da draußen gibt, die das eine vielleicht nicht haben oder das andere nicht oder vielleicht sogar alles drei nicht. Deswegen in Zukunft auch bei uns auf der Seite samstags fassen wir für euch die wichtigsten Themen der Woche zusammen. Und das, also bisher, wir können ja jetzt nur von heute ausgehen. Heute ist für uns Mittwoch, wo wir den Podcast aufzeichnen. Da ist jetzt so irrsinnig viel noch nicht passiert, außer... Ja, ich weiß es. Du weißt es? Ich glaube, ich weiß es. So, dann hau doch jetzt mal da einen raus. Wenn es du mir da eine große Sache, ein ganz großes Ereignis ist passiert schon diese Woche. Aha. Und zwar, aha, Atari hat in den Staaten Insolvenz angemeldet. Ja, aber doch nur, um sich vom französischen Konzern zu trennen, das zählt nicht. Doch, das ist eine große Meldung. Nee, das ist keine echte Insolvenz, das ist nur Fake. Das ist eine Insolvenz. Ich will das so. Ja, aber Atari America macht doch immer noch Online-Spiele. Ja. Alles andere ist doch sowieso an Namco Bandai geflutscht. Also, ich meine, das ist natürlich, ich weiß, was du meinst, das ist natürlich ein trauriges Ereignis, dass wenn eine historische oder eine Firma mit einer so weitreichenden Gaming-Historie wie Atari so einen Schritt zückt, aber man muss dazu sagen, das Atari, von dem wir hier sprechen, ist nicht mehr das Atari von vor 5 Jahren. Es ist auch nicht mehr das Atari von vor 15 Jahren. Und vor 25 Jahren war es noch ein anderes Atari. Hm. Atari ist so oft verscherbelt, verkauft, verändert, verjüngt, verundingst worden. Fast so häufig wie Commodore. Die gibt's auch immer noch. Aber nur, weil sich irgendwelche Holländer die Namensrechte gesichert haben und jetzt da wieder Rechner bauen unter dem Namen. Das ist... hat mit dem ursprünglichen Atari extremst wenig zu tun. Hm. Was sehr traurig an sich schon ist. Ja, aber es ist auf jeden Fall relativ nennenswert. Das weil, stimmt. Wie du schon sagtest, das ist schon irgendwie tragisch, dass sie so einen Schritt gehen müssen, auch wenn es nicht mehr das Atari ist, was es mal war. Ja, aber ich finde das, ich weiß, was du meinst. Gut. Ist auf jeden Fall ziemlich traurig. Mhm. Aber das eigentlich Interessantere ist, dass mal wieder geleakt, in Anführungszeichen, geleakt wurde, was die PlayStation 4 technisch so auf dem Kasten hat. Und kurze Zeit später kam dann auch gleich die Meldung, was die zukünftige Xbox 360 so auf dem Kasten haben wird. Ah, das habe ich heute, okay. Das hab ich heute noch ausführlichst gelesen. Und das ist sehr interessant, weil das im Grunde doch recht ähnlich ist. Wir können ja mal anfangen, das Wichtigste, was einen so umtreibt als PC-Nutzer und einem dann direkt immer wieder die großen Fragezeichen auf die Stirn zaubert, wie viele Kerne hat die CPU und welche Taktfrequenz und was für ein Arbeitsspeicher? Also die PS4 wird gemutmaßt, soll eine 8-Kern-CPU haben, die mit 1,6 GHz läuft und dafür 4 GB DDR5 RAM haben wird als Arbeitsspeicher. Okay. Die Xbox 720, wie auch immer, Durango, bla bla bla, ebenfalls 8-Kern-CPU, ebenfalls 1,6 GHz und wird aber, jetzt muss ich gerade gucken, 8 GB haben, was quasi das Doppelte wäre an RAM, aber nur DDR3 RAM und nicht DDR5 RAM. Der DDR5 RAM zeichnet sich dadurch aus, dass er eine 5 im Namen hat und nicht eine 3. Nein, der ist... Naja, das hat was mit der Geschwindigkeit zu tun, aber die Frage ist ja, ob sich das am Ende lohnt oder ob es dann nicht auch... Also ob die Menge es nicht macht oder die Geschwindigkeit, ne? Das ist die große Frage. Das Wichtige ist ja auch, dass Microsoft dafür einen Hardware-Beschleuniger halt einbaut. Also... Korrekt. Dadurch versuchen die das wieder rauszuhauen, vor allem wenn man auch einen Blick wirft, um schon mal ein bisschen weiter vorzugreifen auf die Betriebssysteme, dann hat Sony im Betriebssystem mit einer Größe von 512 MB, die restlichen 3,5 GB werden dann für die
Spiele benutzt. Mhm. Und bei Microsoft sind das ganze 5 GB, die für die Spiele benutzt werden und 3 für Betriebssystem und sonstige Prozesse. Also dementsprechend hat zwar Microsoft, hat Sony den leistungsstärkeren, aber Microsoft hat unterm Strich eigentlich mehr. Ist die Frage, wie sich das dann am Ende halt so aufwiegt. Ja, ist immer die Frage, wie sich das auswirkt. Ich finde ein bisschen verblüffend. Also ich meine, grundsätzlich, wenn eine PlayStation auf den Markt kam, dann war sie immer ein Technologietreiber und ein Preistreiber. Also eine neue PlayStation, wenn du sie kaufen wolltest, war immer sündhaft teuer. Mhm. Das lag immer daran, dass die Technologie, die da drin verbaut war, wir nehmen jetzt mal die PlayStation 3 zum Beispiel, ja unfassbar weit in die Zukunft gedacht war. Dummerweise war sie bei der PlayStation 3 auch noch unfassbar kompliziert gedacht. Mit ihren 4 Kernen und einer unglaublich komplizierten Infrastruktur, sodass sich das am Ende als nicht viel leistungsfähiger herausgestellt hat, als das, was die 360 drin hatte. Theoretisch ja, praktisch nie. Wenn man mal Leute fragt, die eine PlayStation 3 haben und einen Multiplattformer drauf gespielt haben, dann hieß es immer, es ruckelt ein bisschen. Und das ist immer so ein Zeichen, wenn eigentlich die potentere Hardware das nicht besser hinkriegt als die weniger potente Hardware, sondern eher schlechter, dann sollte man sich mal fragen, ob einfach mehr auch gleichzeitig immer besser ist. Mhm. Wenn man jetzt diese Zahlen miteinander vergleicht, dann kann man natürlich gleich noch die CPU mit dazu ziehen. Die GPU meine ich, Entschuldigung. GPU, für alle, die es nicht wissen, ist der Grafikprozessor, der dann auch eine nicht unwichtige Größe in einer Konsole darstellt. Bei der PS4 soll die mit 800 MHz getaktet sein und mit 18 Graphics Core Next Recheneinheiten ausgestattet sein. Zum Vergleich, die GPU beim 360-Nachfolger ebenfalls 800 MHz. Da steht aber dann natürlich, es ist jetzt kein 1:1 Vergleich möglich, weil bei beiden ist nicht klar, wer baut das Ding, wer macht das. Und diese andere Zahl, die ich jetzt gerade in den Raum geworfen habe, die lässt sich halt aus den technischen Daten, die von der 360-Nachfolger geleakt wurden, da steht ja genau nichts zu. Verblüffend finde ich noch, dass bei dem 360-Nachfolger hier steht 50 GB 6-fach Blu-ray-Disk-Drive. Aha. Ich weiß nicht, was kann eine normale Blu-ray? Das ist doch 25, oder? Wäre 50 dann Double Layer? Wahrscheinlich. Also alles in allem klingt das nicht so, als würde Sony mit der PlayStation 4 nochmal so ein Technologie-Flaggschiff auf dem Markt, also nicht nochmal so weit vorausgedacht im Grunde, wie die PlayStation 3 zu ihrer Zeit war. Weil sich wahrscheinlich auch für Sony das nicht rentiert, immer wieder eine Konsole so teuer auf den Markt zu werfen, und sie mussten sie ja trotzdem subventionieren. Also mit jeder für was hat die damals gekostet bei Markteinführung? 600. Also genau, bei jeder 600 Euro teuren Konsole wurde von Sony noch Geld draufgelegt, und das soll ja eben nicht mehr passieren. Sie wollen ja möglichst so im 450 Euro Bereich bleiben, und das können sie natürlich nicht als angeschlagener Weltkonzern noch mit ein paar hundert Euro subventionieren. Ja. Jetzt ist die Frage, wenn beide Konsolen ungefähr das gleiche können, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass 8 GB DDR3 RAM in etwa mit 4 GB DDR5 RAM mithalten können, und sonst auch die GPU und die CPU in derselben Taktfrequenz liegen und auch mit derselben Anzahl an Kernen laufen, dann darf man getrost sich fragen, wo der krasse Unterschied sein wird. Ja, also wenn man die Der Controller. Richtig. Wahrscheinlich werden beide Controller aber auch in die gleiche Richtung gehen. Nee, der Unterschied wird ja vor allem da liegen, dass die neue Xbox vor allem eine Multimedia-Plattform
werden wird, wie, wenn man den Informationen, die geleakt wurden, vertrauen kann. Mhm. Weil dann wurden drei extra Hardware-Chips eingebaut, einer für Audio, einer für Video-Encoding und einer für Kinect, damit erstmal Kinect vor allem leistungsstärker wird, also mhm. beziehungsweise der Kinect-Nachfolger. Und die Video- und Audio-Sachen dienen vor allem deswegen auch, weil ein HDMI-Eingang bei der Konsole existieren soll, also zu Deutsch, aha. dass die als Set-Top-Box genutzt werden können soll. Und Sony indes soll wohl, soweit ich das gelesen habe, einen leistungsstärkeren, noch eine weitere Recheneinheit eingebaut haben, komplett, die GPU und CPU unterstützend zur Seite steht. Also zu mhm. Deutsch, wenn man dem Glauben schenkt, arbeitet Sony wieder auf Leistung hin, also Core Gaming, und Microsoft geht eher noch weiter in Richtung, ja, wir machen halt hier Multimedia, mhm. Kinect, Home-Kino und so weiter. Mhm. Okay, das hm. wusste ich bisher nicht. Das ist interessant. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das die Hauptunterschiede sein werden. Vor allem, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die ähneln sich ja im Prinzip vom Innenleben her komplett gleich. Also ähneln sich. Weil ist ja beides, soweit ich... Boah, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich meine, es kommt beides von AMD für beide Konsolen. Und von daher die komplette Innenarchitektur ist ja im Prinzip dieselbe. Ist nicht bestätigt? Also nee, bestätigt ist das auch nicht. Also okay. ist halt geleaktes Material, muss man immer vorsichtig sein. Ich meine, dass es von AMD kommt, weil das wäre ja... Also, das habe ich auch nur in einem dieser Leak-Berichte gelesen. Okay. AMD wird wohl beide beliefern und auch beide im Prinzip mit dem gleichen. Nur, dass die halt jeder selber daran rumschrauben und eigene Komponenten einbauen. Hm. Aber vom Grundaufbau hast du recht, wären sie dann ein und dieselbe Konsole. Ja, also ich meine jetzt, wenn, ich meinte ja auch wirklich tatsächlich nur die Hardware-Specs. Also ja, ja, eben, das meine ich. Interessant, aber das mit dem HDMI-Eingang ist natürlich schon nicht ohne. Ja, dann wäre das nämlich wirklich so ein Schritt in Richtung, wir vernetzen mal das ganze Wohnzimmer. Mhm. Man darf gespannt sein, darf man ja. 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 Ein anderes wichtiges Thema, das haben wir aber auch schon in dem News-Rückblick ordentlich verwurstet, ist natürlich das, was am Mittwoch passiert ist und also was uns heute quasi umtreibt und als wichtigste Meldung des Tages gelten darf, ist das Nintendo Wii U Games Direct oder Nintendo Direct Wii U Games, so rum wäre es glaube ich richtiger, die Nintendo Direct Videos kennt ihr, glaube ich? Kennt ihr nicht? Ja, doch. Nein, keine Ahnung. Der, Ah ja, doch, der schaue ich mir manchmal hier an, ja. Mhm. Ah, okay. Da ist heute halt, nachdem es beim letzten Mal um Pokémon ging und davor ja, ging es, glaube ich, um den 3DS, ging es diesmal tatsächlich mal um die Wii U, weil ich meine, als Wii U-Besitzer oder solcher, der es werden möchte, fragt man sich eigentlich, seitdem die Konsole draußen ist, was kommt denn eigentlich und wann kommt es denn? Wann kommt denn Mario Kart? Mhm. Wann kommt denn Zelda? Wann kommt ein Mario-Spiel? Wann kommt überhaupt was von Nintendo? Denn wenn man sich bisher den Katalog anguckt an verfügbaren Spielen, dann ist das eher übersichtlich. Und auch im Download-Bereich waren jetzt eher so marginale Updates. Es gibt 2-3 Demos, da braucht man nicht mal eine Hand für, um die abzuzählen. Und auch die Download-Spiele, das sind meistens dann Versionen, die man auch im Laden kaufen kann, die mhm. ich mir dann auch nicht runterlade und auf einer Festplatte speichere. Das ist totaler Käse in meinen Augen. Und echte eigene Download-Games gibt es da jetzt auch noch nicht so. Also wenn, dann redet man von einem Trine 2. Das ist aber dann ja auch nur ein Aufguss, weil es der Director's Cut ist. Jetzt aber auch schon seit einem halben Jahr auf dem PC, wenn nicht sogar noch länger. Also eigentlich alles eher so Maui McMauenstein. Da wird seit Wochen und Monaten wird gefragt, ja, wann kommt denn eigentlich mal die Virtual Console, also der Back-Katalog, auf den Nintendo ja dank 30-jähriger Firmengeschichte im Videospielbereich zurückblicken kann. Wann kann man denn da mal was erwarten? Und jetzt endlich in diesem Nintendo Direct zu Wii U Games wurde halt bekannt gegeben, dass es 2 Updates geben wird. Einmal im Frühling und einmal im Sommer. Beide Updates werden die Performance der Konsole verbessern, weil großer Aufreger ist natürlich,
du willst aus irgendeinem Menü wieder zurück ins Hauptmenü oder ins Wii U-Menü oder willst irgendwo anders hin und es dauert immer Ewigkeiten. Also man kann in der Zeit auf Klo gehen, sich einen Pulli stricken, ein Brot schmieren, okay, das Brot essen, wieder hinsetzen, einen Rubik's Cube lösen und dann ist man im nächsten Menü. Gefühlt. Das soll sich in den beiden Updates verbessern. Mhm. Und mit dem Frühlingsupdate, was jetzt noch kein konkretes Datum hat, wird es tatsächlich die Virtual Console geben. Das heißt, Download-Games aus dem Katalog des NES und des SNES. Das werden spezielle Wii U-Versionen sein. Wer schon eine Wii hatte und auf der Wii schon Virtual Console-Titel runtergeladen hat, wird quasi seine Wii-Version für einen schmalen Euro oder einen Euro 50 zur Wii U-Version updaten können, die dann wahrscheinlich auch auf dem Wii U Gamepad gespielt werden kann, ohne dass man den Fernseher dazu anhaben muss, was für den einen oder anderen ja ganz praktisch ist. Und es werden wohl noch ein paar weitere Features eingebaut, aber das erstmal so als Start für die Virtual Console. Es werden auch nicht alle Titel sein, es werden ausgewählte Titel erstmal sein, weil man halt irgendwie alle Spiele noch portieren muss für die Wii U. Und da soll dann in Zukunft auch noch GBA-Titel sollen da auch noch kommen. Kennt man ja so ein bisschen vom 3DS, da kann man auch Game & Watch-Spiele runterladen und Gameboy-Spiele kann man da runterladen, Gameboy-Color-Spiele. Cool. Mhm. Das wird mit Sicherheit ganz interessant werden. Aber viel wichtiger als all das war natürlich die Ankündigung eines neuen Mario Karts, was man auf der E3 sehen wird. Ein neues Mario-Spiel wird man auch auf der E3 sehen können. Außerdem wird es zu Yoshi ein Spiel von den Machern geben, die auch Kirby's Epic Yarn gemacht haben. Das ist dieses Spiel, was quasi komplett in Stoff-, Knopf- und Garn-Look entstanden ist für die Wii damals. Die machen jetzt quasi so ein Spiel zu Yoshi. Okay. Und für alle Zelda-Fans da draußen, es wird ein komplett neues Zelda geben auf der Wii U mit keinem chronologisch korrekten, ich muss jetzt erst in Dungeon 1, da hole ich das Schwert, in Dungeon 2 kriege ich den Bumerang, in Dungeon 3 kriege ich die Bombe und die brauche ich dann alle halt in dem Dungeon danach, sondern es wird eine relativ freie begehbare Welt sein, oder soll es zumindest. Also so okay, wie damals, zum Beispiel beim ersten Zelda, da hatte man ja jetzt auch nicht so den konkreten Plan. Ja, also, du musstest nicht, aber du bist halt auch nicht weit gekommen. Also ich meine, wenn du den Dungeon 8 entdeckt hast und du bist da reingegangen, dann bist du auch ziemlich schnell wieder rausgegangen. Ja. Nicht Füße voran. Meistens. Okay. Und das soll halt ein bisschen freier werden. Sie haben halt gemerkt, dass sie beim letzten Zelda Scheiße gebaut haben und haben deshalb angefangen, die Idee, die hinter Zelda steckt, einfach nochmal komplett neu zu überdenken. Und sie wissen, was sie falsch gemacht haben, oder sie scheinen zu wissen, was sie falsch gemacht haben. Das muss man ja vorsichtig mit sein. Und das werden sie wohl irgendwie wieder gut machen. Jetzt weiß ich, dass ich zumindest mit Sam niemanden an der Leitung habe. Du bist kein Zelda-Spieler, oder? Nee, ich habe das irgendwie immer verplant. Das habe ich irgendwie immer nicht so mitbekommen. Ich habe halt für den 3DS auf der Virtual Console einige, aber ich habe die noch nie weiter gespielt. Das ist unfassbar. Du denn? Ja, wer war wohl hier im Zelda-Podcast beteiligt, in allen Teilen? Ach, warst du dabei? ich bin der die ganze Zeit auf deine nächste Ankündigung Zelda spezifisch wartet. Du hast heute einen Knoten in der Zunge. Ja, ich habe heute zu viel Insekten gegessen. Ja, das kann ich bestätigen. Wir werden das Bild, was der gute André heute essen musste, werden wir auch in den Podcast-Artikel reinpacken. Dann auf jeden Fall. Wisst ihr, warum sich Zungen beim Essen verknoten? Mhm. Ja. Was hast du denn dazu, zum neuen Zelda? Zum neuen Zelda finde ich ein ganz cooler Ansatz, weil es halt wirklich endlich mal diese Norm bricht. Irgendwann geht es auch eingefleischten Fans sozusagen ein bisschen auf die Nerven, wenn man stupide weiß, okay, als erstes kommt der Waldtempel oder irgendwas mit Wald oder der Feuertempel oder der Wassertempel. Einer von dreien kommt immer zuerst. Dann kommt irgendwann auf jeden Fall noch so ein Zwischenboss-Tempel, so im Sinne von irgendwas
was raussticht, ob es ein Tempel der Zeit ist oder der Turm der Götter oder was auch immer. Der Tempel der Zeitgötter. Ja, zum Beispiel. Dann gibt es immer irgendwo einen Cut, egal ob man das Masterschwert zieht oder was war bei Wind Waker, ob man nach der Hyrule... Zauberstab. Ja, richtig, ob man ob Prinzessin Zelda erkannt hat, wer sie wirklich ist. Ja. Richtig. Dann gibt es diesen Cut, dann werden ein paar neue Dungeons freigeschaltet und dann ist es Ende. Das ist immer so gewesen. Ich meine, ich habe schon überlegt, wie man das hinkriegt. Ich meine, wenn man wirklich eine frei begehbare Welt macht, dann muss man ja trotzdem irgendwie garantieren, dass es dass man nicht irgendwo hinkommt, wo es zu schwer für einen ist, oder dass man irgendwo hinkommt, wo es zu leicht für einen ist, weil man zu stark schon ist. Also theoretisch müsste sich die Gegend, oder vielmehr die Monster in den Gegenden oder in den Dungeons, müssten sich eigentlich daran orientieren, was der Held schon kann und nicht... Aber das ist ja nicht so schwer. Eigentlich können nicht. Ja, einige machen ja Spiele schon. Aber bisher hat das Nintendo mit einem Zelda noch nicht hingekriegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach so ist, um jetzt auf Ocarina of Time zu gehen, als bestes Beispiel, da hat man ja zuerst die drei Tempel in der Reihenfolge Wald, dann Feuer und dann Bauch von Lord Jabu Jabu. So, und wenn man die einfach in der beliebigen Reihenfolge machen könnte, sodass man nicht darauf angewiesen ist, welche man von denen zuerst macht, dass es keine wirkliche Anweisung gibt, sondern dass die drei sozusagen frei begehbar sind, dann kommt trotzdem dieser Cut und dann gibt es wieder welche, die frei begehbar sind. Also dass man im Prinzip die Grundreihenfolge selbst auswählen kann, aber trotzdem so einen roten Faden hat, der einen immer anweist, ja, jetzt musst du die Teile des Schwertes finden, die verstreut sind in den drei Tempeln im Westen, im Osten und im Süden. Punkt. Dass du weißt, was du machen musst, aber nicht in welcher Reihenfolge. Das bleibt dir selbst überlassen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das so funktioniert. Mhm. Man weiß es nicht. Also sie haben halt noch nichts gezeigt. Wer jetzt traurig davonläuft und sagt, ich hab's nicht gesehen, ich will's aber sehen. Es gibt tatsächlich noch nichts zu sehen. Und es wurde auch darauf hingewiesen, Freunde, da wir alles von null neu überdenken, gebt uns bitte Zeit. Wir brauchen einfach auch Zeit, um da irgendwie... Also er hat es natürlich nicht gesagt, aber im Grunde könnte man es übersetzen mit, wir haben keinen Bock, nochmal so einen Murks zu machen wie beim letzten Mal. Deswegen brauchen wir einfach mal ein bisschen länger. So. Ah ja. Und die wartet... Ich meine nach dem Motto, gut Ding will Weile haben. Ja, ist ja richtig. Mhm. Ich bin ja auch lieber bereit, lieber auf ein Spiel zu warten, das mich dann echt von den Socken haut, als dass ich dann das Gefühl habe, also dass ich dann ein Spiel bekomme, zeitnah, aber das Gefühl habe, dass ich das schon ungefähr 20 Mal gespielt habe. Vor allem. Es sieht zwar anders aus und das heißt auch alles anders. Es ist nicht mehr der Feuertempel, es ist dann der Schrein des feurigen Tempels. Also im Grunde, mich hat das letzte Skyward Sword, nachdem viele Leute mir gesagt haben, oh, Gen, schnarcht's. Ich hab's nicht angepackt, ich hab's nicht ein einziges Mal gespielt und das sage ich als überzeugter Zelda-Fan. Dito. Das ist so, also das ging, glaube ich, vielen so und ich glaube, das hat Nintendo wachgerüttelt. Ja. Ich hoffe es zumindest. Ja. Um die Zeit zu überbrücken, die Wartezeit für jeden Zelda-Fan, gibt es etwas, von dem ich sehr überrascht war, dass sie ausgerechnet das gewählt haben. Ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich tierisch drauf. Ich hab ohne Scheiß, vor einer Woche habe ich drüber nachgedacht, ach Mensch, da hätte ich echt nochmal Bock drauf, das durchzuspielen. Boah, ja. Weil das wirklich so umfangreich war und das hat mich auch ultra lange gefesselt. Ich habe mir auch immer von meinem Bruder, der das dann als erster von uns beiden zu Ende gespielt hat, mir auch immer erzählen lassen, so, was hast du denn jetzt eigentlich, wo warst denn du, was hast denn du gemacht? Ach so, ach krass, ja, okay, dann muss ich da auch mal hin. Und ich habe mich selten über ein Zelda-Spiel so oft mit meinem Bruder, der dann auch ein ganz wichtiger, also ist ein wichtiger Gradmesser für mich in Sachen Zelda, wie bei diesem Spiel. Wir reden vom 2002er GameCube Debakel, wie viele ja sagen, was ich gar nicht nachempfinden kann, The Legend of Zelda The Wind Waker. Jawohl. Und da wird es ein richtig schönes HD-Remake geben, so wie es jetzt von Ocarina of Time ja ein 3D-Remake für den 3DS gab, wird es jetzt ein HD-Remake von Wind Waker geben. Und in diesem Video, wir haben das als News verlinkt, in diesem Video kann man halt auch sehen, wie das Spiel wirkt.
in HD. Ich meine, es ist immer noch Cell-Shading-Look, aber auch ein Cell-Shading-Look altert irgendwann mal und SD-Cell-Shading ist nicht HD-Cell-Shading. Es wirkt dadurch auf bizarre Weise erwachsen, aber es sieht unheimlich geil aus. Es sieht wirklich umwerfend aus. Mhm. Also Sam, wenn du damit nicht zum Zelda-Fan wirst, dann weiß ich auch nicht. Ja, wäre ich bestimmt nicht zum Zelda-Fan, weil da fehlen mir ja die Konsolen für. Ja, bis dahin hast du ja eine gekauft. Also, ja, ich meine, wie gesagt, Nintendo, falls ihr das hört, also. Sag die schwarze, die, nicht die weiße, die schwarze. Ja. Ja, also ich. Wenn dann richtig, schon klar, aber. Freue mich richtig drauf. Also, es ist einfach, wie du schon sagtest, Daniel, es ist einfach einer dieser Zelda-Teile, den man, wo man so viel erkunden konnte, diese ganzen Inseln, die man zu sehen hatte. Das Rumschippern auf dem Meer zwischen den Inseln. Ja, viele hat das ja angekotzt. Ich fand es toll. Also ganz, ganz famos. Ich bin wirklich erstaunt, weil es ist bei vielen Zelda-Fans als eines der schlechtesten in Erinnerung geblieben. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Auch die, auch der direkte Nachfolger für den DS damals, Phantom Hourglass, auch den fand ich echt super. Ich finde die Geschichte halt ganz interessant, dass es ja nicht wirklich Link ist, sondern dass es ja viel weiter in der Zukunft spielt und das Land Hyrule liegt ja komplett unter Wasser. Ah, jetzt habe ich alle gespoilert. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hast du alle, jetzt ist es vorbei. Ein 11 Jahre altes Spiel habe ich gespoilert, scheiß. ich freue mich da echt drauf. Herbst 2013, jetzt habe ich persönlich ehrlich gesagt erstmal das Problem, dass ich mir irgendwas suchen muss, um die Wartezeit bis Wind Waker HD zu überbrücken. Da und dann kann von mir aus irgendwann im Frühjahr 2014 kann dann von mir aus Legend of Zelda Wii U kommen. Das braucht dann erstmal gar nicht so schnell zu kommen. Ja. Aber, was ich gerade sagen wollte, da gibt es ja einen Tipp, wie du die Zeit überbrücken kannst. Okay. Download-Spiele. Oh, da hat er aber eine Überleitung rausgehauen, der Kollege. Ja. Wir haben vorhin festgestellt, dass wir heute in einer ganz anderen Konstellation da sind, als das normalerweise der Fall ist. Und dass wir. Eigentlich ja nicht, es fehlt ja nur jemand. Ja, also eigentlich würden der Komplettheit halber zwei fehlen. Ist ja auch Quatsch. Ich rede Blödsinn. Sam spielt Download-Spiele. Ja. André spielt Download-Spiele. Ja. Daniel spielt Download-Spiele. Ja. Aber wir spielen sie auf unterschiedlichen Systemen. Und sind daher wahrscheinlich das ultimative Kompetenzteam in Sachen Download-Spiele. Finde ich jetzt mal so. Jetzt ist die Frage, wie viel geben wir aus für ein Download-Spiel? Wie lange spielen wir so ein Download-Spiel? Und was sind das für Spiele? Also ich meine, mittlerweile reden wir bei Download-Spielen ja auch von Spielen, die man im Laden kaufen kann. Ja, also quasi Vollpreisspiele hat man das früher genannt. Ich weiß nicht, ob man es heute immer noch so nennt. Ich finde den Namen unfassbar blöd. Die Retail-Version. Ja. Sagt man das nicht heutzutage? Retail und Digital? Ja. Könnte man so sagen. Also einen wirklich coolen Begriff gibt es dafür nicht. Also lädt jemand von euch Spiele runter, die man sonst im Laden kaufen kann, jetzt sagen wir mal die im Laden jetzt so 40 Euro kosten? Kauft ihr das? Nee. Also für 40 Euro meistens nicht als Download. Aber wenn sie dann reduziert sind, ja. Aber das sind dann schon Spiele, für die du im Laden halt dann so deine 40 Euro gezahlt hättest. Ja, ja. Also ich habe jetzt Sims 3 runtergeladen, mit einigen Erweiterungen zum Beispiel. Aha. Und das. Und, was habe ich noch? Ich hab einige Spiele, die eigentlich Vollpreistitel aus dem Laden sind. Die habe ich runtergeladen, weil es schneller geht. Das ist dann, wenn du mal Sonntagabend Bock hast, oh, ich hätte gerne was Neues zum Spielen. Dann wird das Spiel halt runtergeladen. Das ist interessant. Das ist eigentlich ein.
Aber spielst du auch, spielst du denn auch, also in Anführungszeichen, kleine Download-Spiele, also Dinger, die es wirklich nur als Download gibt? Ja, wobei einige von denen waren dann so erfolgreich, dass die im Nachhinein als Retail rausgekommen sind. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Also das ist natürlich dann noch der andere Weg, aber lass uns. Ja, aber das mache ich auch. Und was ist das dann? Also was ich zum Beispiel sehr gern gespielt habe, war Dungeon Defender. Das ist so eine Art Tower Defense, aber so mit Action. Ich habe aber auch so ein paar Point-and-Click-Adventures mittlerweile, die ganz nett sind. Also episodische? Nee, die sind schon, also die habe ich dann gekauft, als ich schon fertig, als alle Episoden schon durch waren. Achso, okay, aber generell wären es Episodenspiele gewesen. Ich glaube ja, generell war es ein episodisches, aber ich habe das halt dann geholt, da waren alle Episoden schon da, so, und deswegen. So Telltale-Sachen oder so. Keine Ahnung. Ich achte da nicht so drauf, wer es herstellt. Genau, nee, sowas halt. Oder was habe ich noch? Hier Terraria zum Beispiel, so ein Aufbauspiel wie Minecraft, nur halt in 2D, ein bisschen schräger und so. Okay. Oder es ist verdammt viel. Ich bin aber gerade nicht bei Steam angemeldet, deswegen kann ich nicht nachgucken. Wie sieht das bei dir aus, André? Was ist mit deinem Konsumverhalten? Lädst du dir Vollpreisspiele herunter? Also zum Beispiel, also ich weiß, du bist 360-affin, was Download-Spiele angeht. Nicht ausschließlich, aber merkt man ja auch, dass viele Download-Tests von dir kommen von der 360. Lädst du da Games-on-Demand-Sachen runter? So heißen die ja da? Nein, lade ich. Weil es deine Festplatte voll wird, also, oder? Ich bin eher so einer der von der Sorte, ich habe gern was in den Händen. Ich weiß nicht, also ich habe mir ein einziges Mal ein Game-on-Demand-Spiel gedownloadet, das war, das weiß ich noch, Battlefield Bad Company 1, weil ich da irgendwie nie zu kam, das zu spielen, und damals noch der Kowski, bevor Battlefield Bad Company 2 richtig geboomt hat oder raus war, ich weiß es gar nicht mehr, meinte der, wir müssen Bad Company 1 spielen. Oder so. Egal, auf jeden Fall, das war das einzige Spiel, was ich mir on-demand gekauft habe. Der Rest, ich weiß nicht, es hat mich halt nie so gereizt. Ich habe immer so den Gedanken gehabt, warum soll ich mir die digital holen auf die Konsole, wenn ich auch in den Laden gehen kann. Und dann habe ich eine nette Hülle und dann habe ich mal so richtig schön irgendwann ein ganzes Regal voll, mit dem ich auch in Anführungszeichen angeben kann. Das sehe ich genauso. Vor allem ist dann immer wieder der Gedanke, wenn ich dann echt keinen Bock mehr drauf habe oder ich spiele das mit einem Kumpel und er sagt, kannst du das mal leihen? Ja, nein. Es gibt natürlich immer ein paar Spiele, die ich auch mal kaufen wollen würde. Oder auch auf Steam, wenn ich auch mal auf Steam unterwegs bin, da denke ich mir auch immer mal, will ich nicht doch? Aber dann lasse ich es meistens, weil ich mir denke, wenn das Spiel hier so günstig ist, dann habe ich vielleicht auch Glück, dass es bei Mediamarkt, Saturn oder was auch immer auch günstig sein wird irgendwann. Oder zum Beispiel bei Amazon. Und dann kann ich es mir da auch immer noch holen. Ich will demnächst mal einen Kontoauszug von dir sehen. Das kommt mir komisch vor, dass du hier einen Firmennamen nennst. Ist ja bestimmt Geld geflossen, doch. Ja, richtig. Ich nenne extra ganz viele Firmennamen. Coca-Cola. Da! Pommes. So, ich verstehe. I know your game, I know your game, I know your game. Moment, das waren dreimal, ne? Okay. 30 okay, Euro, cool. Hervorragend. Wunderbar. Nee, ansonsten, wenn wir nochmal auf die kleinen Spiele gehen, da schlage ich gerne und häufig auch zu. Auf der Konsole, weil es sich halt anbietet, weil ich gerne vor der Xbox sitze und da meine Spiele, vor allem weil auch viele halt Konsolen-only sind. Also zum Beispiel, was hatte ich da? Ach, weiß ich jetzt gerade kein Beispiel. Doch, Spelunky. Spelunky war Xbox 360 only und das konnte ich dann auch gar nicht auf dem PC spielen und das war auch cool. Aber zum Beispiel unser bestes Beispiel, immer wieder gerne genannt, To the Moon. Nur für den PC. Oder generell. Und da hätte ich auch 20 Euro für ausgegeben. Ja. Also von daher, es kommt dann halt auch immer irgendwo aufs Spiel an, wie viel ich dafür bereit bin auszugeben und ob ich überhaupt bereit bin, dafür was auszugeben. Also mir geht das sehr ähnlich. Ich bin
Also ich lade sehr viel auf der 360 runter, deswegen ich mich auch mal irgendwann entschieden habe, meine alte 360 Arcade, die mit einer Festplatte aufgerüstet war, in die Rente zu schicken und durch eine Slim zu ersetzen, einfach weil da mehr Speicherplatz vorhanden ist und man nicht ständig irgendwas runterschmeißen muss, wenn man sich was Neues runterladen möchte. Das fand ich wirklich nervig. Also das hat mich am Anfang sehr davon abgehalten, ständig was runterzuladen. Im Nachhinein bin ich ein bisschen froh darüber, weil ich wahrscheinlich unfassbar viel Geld ausgegeben hätte. Hab aber tatsächlich auch viel auf der Wii damals runtergeladen. Als so die ersten WiiWare-Spiele kamen, da waren teilweise ganz nette Sachen bei. Und momentan lade ich viel auf dem 3DS runter. Weswegen mir überhaupt der Gedanke kam, dass wir mal über Download-Spiele sprechen könnten. Da spiele ich Gunman Clive, das kostet glaube ich 1,99, dann ist dann noch Too Fast for Gnomes, das kostet 4,99 und Hydro Venture, Spin, bla bla bla. Das gab's mal als Wii-Spiel, also als Wii-Download-Spiel und das ist jetzt quasi dann die Fortsetzung auf dem 3DS, wo dann halt auch so Gyrosensor-Geschichten mit funktionieren. Und das kostet dann, glaube ich, 10 Euro. Und das sind drei völlig unterschiedliche Spiele und drei völlig unterschiedliche Spielansätze. Deswegen kosten die auch alle völlig unterschiedlich. Und also da sind Spiele dabei, die mich dann wirklich lange an die Konsole fesseln, wo ich dann wirklich lange dran sitze, bis der Akku anfängt zu blinken. Beim 3DS geht das ja recht fix. und dann sind es aber auch so Spiele wie Too Fast for Gnomes, was dann mich nach einer gewissen Zeit so unfassbar stresst, weil es so ein extremer, ich nenne es Speed-Plattformer ist, wo du selber nicht laufen musst, sondern einfach die ganze Zeit rennt dein Gnom und du musst springen, springen, springen und fliegen und fliegen und sausen und springen und dashen und fliegen und springen. Und irgendwann okay. macht es einen halt aggressiv, sodass man das Spiel weglegt irgendwann. Und Gunman Clive ist dann nochmal ein sehr anderes Spiel von der Geschwindigkeit her. Und dann hat man aber auch einfach irgendwann genug. So in einer Viertelstunde hat man dann wirklich genug. Und das sind so kleine Spiele, die ich aber unheimlich gerne mag. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass es scheinbar genug Menschen gibt, die das kaufen, dass das weiterentwickelt wird. Weil das, also ich meine, Mass Effect, klar, hat irgendwie jeder Mensch auf diesem Planeten hat Mass Effect gespielt, jeder Mensch hat FIFA gespielt, jeder Mensch hat Diablo 3 gespielt, aber dann so, also Sam hat gerade eben schon wieder ein Spiel genannt, Dungeon Defender. Das kannte ich noch und dann hast du aber noch ein anderes gesagt, das kannte ich nicht. Terraria. Das ist aber eigentlich ein ziemlich, also für Leute, die sowas spielen, ist es ein relativ bekannter Titel, weil es halt so ähnlich ist wie Minecraft, nur hat noch ein paar schrägere Optionen und so. Okay. Also ich habe ein paar Bekannte, die das ziemlich obsessiv spielen. Du kannst halt auch im Koop spielen, also mit anderen Leuten zusammen, über das Steam-Netzwerk Netzwerk und so und deswegen. Ja. Ah, okay, dann sind das ja sogar Multiplayer-Spiele. Das habe ich ja. Also, ich glaube, das kann auch so Multiplayer. Also, es gab zum Beispiel eine relativ beliebte Videoreihe von Total Biscuit und Jesse Cox, die haben mal zusammen Terraria gespielt und das war echt immer sehr unterhaltsam. Okay. Ja, weil die sich so ein bisschen doof angestellt haben, zum Teil. dann steigt immer exponentiell der Unterhaltungsfaktor mit an. Was denkt ihr denn, dass so seid ihr der Meinung, dass Entwickler, die Spiele rein für den Download-Markt entwickeln, dass die mehr Freiheiten, genießen die mehr Freiheiten? Sind die unkonventioneller als das, was man sonst im Laden für 40, 50, 60, 70 Euro kauft? Weil es in Anführungszeichen um weniger geht oder weil nicht 250 Leute beteiligt sind, sondern vielleicht nur 15 oder nur 10 oder nur 5? Oh, das ist eine schwierige Frage. Immer. Das ist, glaube ich, auch eins der Diskussionsthemen, das auf ewig bestehen wird und wozu es auch zig Dokus gibt. Ich glaube, Indie Game The Movie ist auch eine dazu. Es ist halt so, dass die weniger Druck im Nacken sitzen haben. Oder niemanden im Nacken sitzen haben und deswegen weniger Druck haben.
Aber die müssen natürlich auch einen gewissen Standard liefern, also qualitativ und vom Spielspaß her, sonst floppt das Spiel sofort. Zum Beispiel, ja, Terraria, hast ja gehört, hattest du ja vorher noch nie gehört. Nee. Scheint aber logischerweise irgendwo relativ erfolgreich zu sein, weil, wie Sam sagt, hat es wohl eine relativ große Community und es gibt Let's Plays dazu und also es muss irgendwo erfolgreich sein und sei es jetzt wegen dem Minecraft-Prinzip. Auf der anderen Seite reicht natürlich nicht nur eine schlaue Idee, wenn man keine qualitativ hochwertige Produktion hat. Also ich habe da jetzt kein Beispiel im Hinterkopf, aber ich meine, wenn jetzt jemand eine super Idee hat, vom Gameplay her, aber die Scheiße umsetzt, um es mal so zu sagen, dann wird das Spiel auch keiner kaufen, auch wenn es das Spiel des Jahrtausends wäre. Meine Frage ging mehr so in die Richtung, glaubt ihr denn, dass solche Spiele schmieden, die sich jetzt rein auf sowas spezialisiert haben, also rein auf Download-Spiele, nicht ob die freier sind, das war vielleicht auch dumm formuliert von mir, sondern glaubt ihr, dass da mehr Innovationen herkommen als von den Multimillionen-Dollar-Produktionen? Ja, das denke ich schon. Also der Mainstream. Ganz einfach, weil ich meine, für so kleine Produktionen, du hast eh nicht so viel Budget, da kannst du das auch riskieren, mal was Neues zu probieren. Ja. Theoretisch, während das bei großen Firmen normalerweise nicht gemacht wird, weil die gucken halt, naja, es muss so ähnlich sein wie das, was wir schon mal hatten, weil sonst werden die Leute es nicht mögen. Während so bei so kleinen Sachen, so eher, die so Indie angehaucht sind, hat man das viel häufiger, dass man sagt, na gut, wir haben ja eh nichts, worauf wir aufbauen können quasi, machen wir was Neues. Versuchen wir das mal. Richtig. Und das ist ja meistens dann ziemlich sehr gut, weil das ist eigentlich einer der wenigen Gründe, warum es überhaupt Innovationen in der Richtung gibt. Muss man ja schon sagen, so viel an Innovationen kam ja dann in letzter Zeit sowieso nicht von den großen Playern. Da wurden halt die Spielprinzipien, die es schon gab, wurden verbessert, aber neu war doch das Wenigste, wenn wir ehrlich sind. Ja, das stimmt. Richtig. Sagen wir mal jetzt also ich meine, Spiele sollen in allererster Linie unterhalten. Was ist denn eurer Meinung nach, wo ist denn, oder das kann man ja natürlich nur ganz schwer, also du kannst ja kein episches Rollenspiel mit 130 Stunden Spieldauer, kannst du ja nicht mit einem 2 € Download-Game vergleichen, im Sinne von, wie sehr packt dich das. Aber glaubt ihr, dass Download-Spiele, oder also reine Download-Spiele, grundsätzlich eher dafür gemacht sind, eine kurze Zeit zu unterhalten? Oder glaubt ihr, dass der Wiederspielfaktor bei solchen Spielen theoretisch auch extrem hoch sein kann, aber einfach noch nicht da ist? Ich meine, das hängt ja vom Spiel ab, sage ich mal. Manche Spiele, da haben halt nicht viel Wiederspielwert. Aber es gibt auch welche, die sind eher darauf ausgelegt, sag ich mal, dass man auch länger Zeit spielt oder haben halt irgendwie einen Multiplayer-Modus oder so. Ich meine, guck dir nur mal Minecraft an. Ja. Habe ich nie verstanden. Habe ich nie, bin ich ganz ehrlich, ich habe nie den Zugang zu Minecraft gereicht. Ich spiele es eigentlich, ich habe es halt auch, ich spiele es auch manchmal, ich habe es eine Zeit lang sehr obsessiv gespielt. Ich glaube, entweder du spielst Minecraft obsessiv oder du spielst es halt nicht. Mich hat es dann immer frustriert, wenn ich gemerkt habe, naja, ich bin halt irgendwie nicht so kreativ, was so Bauen angeht. Wenn ich dann die Bauwerke von anderen Leuten gesehen habe, habe ich mir gedacht, naja, ich bin so ideenlos. Ich glaube, meine erste Minecraft-Berührung war eine in Minecraft nachgebaute Enterprise. Und ich dachte, das ist wirklich beeindruckend groß, aber auch wirklich beeindruckend hässlich. Und das soll ein Spiel sein, ich verstehe es nicht. Und ich glaube, das war dann der Punkt, wo es mich zur selben Zeit interessiert und abgestoßen hat. Ja. Ja, ich, also ich bin auch der Meinung, dass halt irgendwo das schon genug kleine Spiele gibt, um es sozusagen, die einen enormen Wiederspielwert haben. Zum Beispiel,
hatte ich ja den Test zu Spelunky geschrieben für die 360. Mhm. Und das war ja, ist ja auch im Prinzip ein relativ kleines Spiel. Jo. Spielprinzip ist, man läuft durch Minen, also beziehungsweise durch eine Unterwelt, versucht nicht zu sterben und irgendwann am Ende anzukommen. Betonung liegt auf versucht. So. Ja, richtig. Ich betone extra versucht, weil es war nahezu unmöglich. Mir ist es bis heute nicht gelungen, nur ins Dschungellevel zu kommen. Das sind 4 Level, die man am Anfang überstehen muss, bis man in den Dschungel kommt. Ich habe es nicht geschafft. Tja, da, so dumm es klingt. Weißt du mal, wie sich die Stars im Dschungel fühlen? Die mussten ihr ganzes Leben verbringen, um in den Dschungel zu dürfen. Und ich darf nicht rein, richtig. Das ist außer vom Essen her. Jedes Mal, wenn ich gestorben bin, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das machst du jetzt nochmal. Und ohne, dass ich auf die Uhr geguckt habe, vergingen einfach plötzlich Stunden. Weil ich mir gedacht habe, ey, komm, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Und dabei hat sich im Spielprinzip nichts verändert. Das Level hat sich jedes Mal geändert, weil ihr jedes Mal zufallsgeneriert seid. Ah, okay. Aber ansonsten hat sich nichts geändert. Ich wusste, wie die Gegner sind, also wie die agieren. Ich wusste, was ich machen muss. Und ich wusste, was passieren wird im Prinzip. Also bist du eigentlich nur ein unglaublich schlechter Spieler. Und das hat mich einfach so aufgeregt, dass ich es immer wieder gespielt habe. Ich kenne das Gefühl. Also und ich finde, auf irgendeine magische Art und Weise können das heutzutage nur noch Download-Spiele vermitteln, so ein Gefühl. Richtig. Das mag für den, also ich glaube, das ist aber auch stark davon abhängig, was man gerne spielt. Also wenn man jetzt natürlich wahnsinnig gerne epische Rennspiele spielt und Fußballsimulationen à la FIFA, dann wird man natürlich im Download-Bereich nicht viel finden. Und eine Menge Leute kaufen sich eine Konsole. Es ist traurig, aber wahr, für FIFA das nächste Need for Speed und Call of Duty. Oh Gott. Und solche Leute haben natürlich dann irgendwie, vielleicht würden sie etwas dazu gewinnen, wenn sie Download-Spiele kaufen und spielen würden, weil sie dann merken, hey, da gibt's dann noch ganz viel mehr, was mich unterhalten kann. Aber ich glaube, dass das auch nicht auf solche Leute abzielt, sondern ich glaube, also für mich ist das immer so ein bisschen das Sahnehäubchen, wenn da ein Spiel rauskommt, momentan, aktuell, seit heute, kann man es überall lesen, The Cave. Oh, The Cave von Ron Gilbert, dem einen oder anderen wird der Name etwas sagen, wem der Name nicht sagt, stellt euch in die Ecke und peitscht euch aus und schämt euch. Ron Gilbert hat ein Spiel gemacht, was er so eigentlich vor Urzeiten schon mal gemacht haben wollte, konnte er aber nicht. Jetzt hat er es gemacht, das Ganze heißt The Cave. Ich habe es schon sehr viel gespielt, weil ich in der glücklichen Lage war, vorher schon einen Code bekommen zu haben. Er hat Code gesagt. Und es ist unfassbar, also der Humor ist total geil. Im Grunde ist das Spielprinzip simpel wie nur irgendwas. Mhm. Man muss aus einer Gruppe von möglichen Charakteren, ich weiß gar nicht, ob es jetzt 6 oder 8 oder 7 sind, keine Ahnung, kann man sich 3 aussuchen und die nimmt man mit in die Höhle. Und die Höhle spricht die ganze Zeit zu einem. Und die Höhle hat die ganze Zeit Rätsel für einen parat. Und der Humor ist total schräg und die Figuren sind total schrullig. Ich musste mich schon echt scheckig lachen bei der Charakterauswahl. Und das Intro ist auch total witzig. Also das ist ein Spiel, was mich von der allerersten Sekunde an fasziniert hat. Und ich habe mit Mkowski gesprochen, der hat es schon durch, der hat es nochmal angefangen. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass das Spiel unheimlich gut sein muss und nicht seinen Reiz verloren hat. Schon. Geil. Das ist wirklich cool. Ich freue mich da sehr drauf. Ich werde auf jeden Fall, weil ich so unglaublich egoistisch war und den Code einfach für mich benutzt habe, werde ich da ein paar Videos zu machen. Gameplay-Videos. Ich nenne sie bewusst nicht Let's Play, weil ich mich entschieden habe, den Namen Let's Play scheiße zu finden. Sehr gut, sehr gut. Werden wir auf jeden Fall was zu machen und vielleicht auch noch einen Download-Test, entweder von mir oder von irgendwem anders, zum Beispiel vom André, der sich auch schon zu Wort gemeldet hat, dass er sich opfern würde, selbstlos, wie er ist. Ja, immer. Man kennt mich nicht anders. Ja, da werden wir auf jeden Fall was zu machen, weil das ist momentan in aller Munde, sahnt auch Traumwertungen ab. Und ist auf jeden Fall also ein herausstechendes Beispiel für ein gutes, spannendes, simples, aber unfassbar unterhaltsames Download-Spiel.
wie wir sie, also wir, meine ich jetzt uns drei, auf diversen Plattformen schon oft vorgefunden haben. Durchaus. Oder sage ich jetzt, erzähle ich jetzt Quatsch? Nö. Also. Packt ihr die denn immer mal wieder an? Oder ist das einmal durchgespielt und dann lasst ihr das auf der Festplatte oder löscht ihr das sogar? Und wie macht ihr das? Also manche lösche ich, weil da nichts mehr ist, also wenn die Story nicht mehr hergibt, dann mache ich das. Mal andere, die lasse ich halt drauf und spiele ich auch immer wieder mal. Hängt halt vom Kommt Spiel das, ab. Also das spiele ich irgendwann nochmal oder ist das ein, habe ich tatsächlich sogar schon mal wieder gespielt? Ja, ist mehr so ein, das spiele ich irgendwann nochmal. In den meisten Fällen und meistens muss es dann weichen, weil ich irgendwas anderes installiere und meine Festplatte auch nicht mehr so viel Platz hat. Weil der Rechner ist auch schon ein bisschen älter. Und okay. Das ist ja immer die Kernfrage, ne? Also ich meine, ich sage auch immer ganz gerne, dass ich irgendwann nochmal Red Dead Redemption zu Ende spiele. Ich meine, manche Sachen spiele ich tatsächlich nochmal dann auf zu ganz unerwarteten Gelegenheiten, weil zum Beispiel ein Kumpel das Spiel hat und ich den dann auf einer LAN-Trasse quasi treffe bei Freunden und dann feststelle, oh, wir könnten das ja nochmal zusammenspielen und so. In solchen Fällen passiert das dann tatsächlich, aber normalerweise... Verstehe. Der Wille ist da, der Gedanke ist gesät, aber es passiert nichts. Ja, genau. Wie ist es bei dir, André? Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe gerade nochmal nachgedacht, aber ich habe bis jetzt kein einziges gelöscht. Also wenn ich sie habe, habe ich sie. Okay. Es kommt immer ganz aufs Spiel an, ob ich es nochmal spiele. Also so Spiele, wie ich gerade schon mal gesagt habe, Spelunky, das habe ich letztens noch gespielt. Hat Spaß gemacht. Aber dann gibt es auch so Spiele, die ich einfach nicht nochmal spiele. Also I Am Alive habe ich einen Test ja damals so gemacht. Ja. Das habe ich seitdem auch nicht mehr angerührt. Oh. Also jetzt nicht, weil ich nicht will, aber einfach, weil das hat halt nur diesen Story-Modus. Mhm. Und den habe ich beendet. Und es ist jetzt nicht das herausragende Spiel, dass ich es nochmal spielen muss. Und das reicht mir auch. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal durch, weil ich es nochmal gerne spielen möchte. Um nochmal auf To the Moon zu kommen, das habe ich auch nicht nochmal gespielt. Nicht, weil ich es nicht toll finde und umwerfend, sondern ich will es eigentlich einfach nur so in meinem Hinterkopf behalten, wie ich es habe. Ich habe das bei vielen Dingen so. Wenn ich es einmal durchgespielt habe oder angeschaut habe, dann möchte ich es eigentlich so in meinem Hinterkopf behalten, wie ich es beim ersten Mal hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es nochmal spielen möchte, deswegen. Also ich denke nicht. Das ist ja auch ein bisschen, da ist ja auch eine berührende Geschichte dahinter. Ich meine, das Eben. Funktioniert genauso wenig, wie man sich, also nicht, dass jetzt das doch ist schon berührend. Also es funktioniert bei Spielen, die so aufgebaut sind mit dem großen Aha-Effekt, ja. Das funktioniert ja auch bei Filmen schon nicht. Also ich habe mir zweimal in meinem Leben The Sixth Sense angeguckt und ich weiß, dass ich es kein drittes Mal gucken werde, weil das schon beim zweiten Mal nicht funktioniert. Und sollte ich nicht in der Zwischenzeit unglaubliche Amnesie bekommen, wird der Effekt beim dritten Mal genauso sein wie beim zweiten Mal. Vielleicht weiß ich nicht mehr jede Unterhaltung im Film, aber ich weiß immer noch, wie das Ende aussieht. Dass der Gärtner der Mörder ist. Richtig, genau das. Und das ist es einfach und deswegen, manche Spiele kann ich halt ohne Probleme nochmal spielen, aber andere behalte ich einfach so in Erinnerung, wie ich sie das erste Mal erlebt habe und dann ist das auch gut so. Vielleicht ergibt sich nochmal in naher Zukunft die Möglichkeit, manche Spiele, die ich nie zu Ende gespielt habe oder eigentlich begraben wollte, nochmal zu spielen. Wer weiß. Könnte das eine Ankündigung sein? Nein, ich denke nicht. Gut, okay. Auf jeden Fall... Ja. Aber man neigt doch eher schon dazu, also ich kenne das so von mir aus, wenn ich jetzt, ich pack's immer wieder gerne aus, Red Dead Redemption, wenn ich jetzt Red Dead Redemption sehe und ich weiß genau, boah, jetzt habe ich echt mal einen Abend, da bin ich ganz für mich allein und ich kann machen und tun, was ich will, jetzt habe ich so eine Stunde Zeit, in der ich einfach mal irgendein Spiel anpacke. Was packe ich an? Nämlich ein Spiel, was mich deutlich über diese eine Stunde verfügbare Zeit hinaus noch beschäftigen wird, einfach damit bis ich das Ende sehe. Oder spiele ich ein Spiel, das von seiner
ne, also das mich kurz unterhält und aber nicht danach noch, wo ich danach noch irgendwie Stunden drüber nachdenke, verdammte Axt, was wäre denn jetzt gewesen, wenn du noch eine Stunde gespielt hättest? Hättest du dann vielleicht das Ende schon erahnen können? Oder hättest du dann das und das schon gesehen? Oder hättest du dann das und das schon gemacht? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eher ein kurzweiliges Download-Spiel anpacke, als ein anderes in der Ecke liegendes Spiel, was ich noch nicht, womit ich noch nicht fertig bin im Kopf, ist doch deutlich höher. Ja. Und insofern ist für mich immer die Kosten-Nutzen-Rechnung, also wenn ich jetzt wirklich Geld für Spiele bezahlen würde, dann wäre das Geld bei mir bei Download-Spielen deutlich besser angelegt als bei Vollpreisspielen, weil ich durchschnittlich viel häufiger ein Download-Spiel durchspiele als ein Vollpreisspiel oder ein Retail-Spiel oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, da stimme ich dir zu. Ja, ein sehr erschöpfendes, eigentlich nicht, oder? Warte mal, wie wäre denn, ist erschöpfend richtig in dem Fall, wenn es sich ja eigentlich nie erschöpft? Ein sich nie erschöpfendes Thema. Ja. Ist die Sprache, deutsche Sprache, schwere Sprache, aber ein sehr interessantes Thema und ich finde, dass Download-Spiele auch immer besser werden. Mhm. Oder wie seht ihr das? Doch, auf jeden Fall. Also man könnte als eines der größten Beispiele, besten Beispiele, einfach mal Telltale-Games nehmen. Da sind wir wieder bei den episodischen, ne? Ja, das ist jetzt zwar eher episodisch, aber es sind ja auch Download-Spiele. Auch wenn es die. Ja, klar. Soweit ich weiß, auch wenn da eine Retail-Version rauskommt. Rauskam auf jeden Fall. The Walking Dead hat ja so unglaublich abgeräumt vergangenes Jahr. Oder auch schon im Vorfeld hatten sie Back to the Future. Mhm, stimmt. Und die habe ich auch gespielt, die waren auch unglaublich gut. Das wollte ich immer spielen. Boah, die sind unglaublich gut, spiel die. Hast du das auch gespielt, Sam? Nee, aber das ist auch eins von den Spielen, was ich immer mal spielen wollte. Ohne Witz, spiel die. Also, die sind richtig gut. Die sind genau, die bleiben dem Flair der Originalserie treu und einfach genial. Mhm. Aber auf jeden Fall, daran merkt man ja, dass die Qualität immer besser wird. Die Spiele werden immer besser, auch wenn es in Anführungszeichen nur Download-Titel sind. Wie siehst du das? Ja, das stimmt schon. Die Qualität wird schon immer besser. Ich habe zum Beispiel auch gespielt, was ganz nett war, ist Hydrophobia, hieß das Spiel. Mhm. Das war grafisch sehr schön, vor allen Dingen was so Wasser anging. Okay, bei dem Namen, ne? War allerdings sehr kurz. Also das fand ich ein bisschen schade, aber an sich war das ganz nett. Hat mir auch gefallen, so grafisch, Storyline war interessant, war aber eindeutig zu kurz. Aber qualitativ fand ich, war das schon, ließ sich das auch sehen, meiner Meinung nach. Okay. Ihr merkt, wir haben uns einem Thema sehr verschrieben. Das war ja das, was wir eigentlich auch nicht wollten. Nein, wir wollten ja den Podcast ein bisschen ummodeln. Und das haben wir jetzt hiermit quasi schon mal eingeläutet. Auch wenn es am Anfang noch um News ging. Was? Ich wollte sagen, eine wichtige Sache fehlt aber noch. Was? Was spielt ihr heute? Oh! Daniel, du fängst an. Was spielst du gleich noch? Oder was spielst du aktuell? Eigentlich fängt man ja bei der Dame an. Ich habe ein NDA unterzeichnet. Ich darf nicht darüber reden. Siehst du? Ah! Alles klar! Du darfst nicht darüber reden. Alles klar. Wer Sam ein bisschen kennt, der weiß, worum es geht. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Dann aber, Sam, was spielst du sonst so außer dem NDR? Eigentlich nix, aktuell. Das wundert uns nicht. Hä? Was könnte es wohl sein? Was spielst du denn noch? Ich spiele... Moment, ich habe es. Den Multiplayer von Assassin's Creed 3. Und zwar den Download-Content, die Kampferprobten, damit unsere werte Userschaft, wenn sie das hören, schon lesen können, was ich davon halte, von dem Multiplayer-Download-Content. Dann nimmst du den Mund aber ganz schön voll. Das schaffst. Ich werde es bis heute geschafft haben.
Das glaube ich auch. Ansonsten gerade nichts. Ich warte ja auf die kommenden Highlights des Februars. Und The Cave. Und The Cave. Und da wären wir auch schon bei dem Ding, was ich gleich noch spielen werde. The Cave. Gunman Clive und Too Fast for Gnomes habe ich heute schon gespielt. Kann ich jetzt gerade... Wird gerade schon wieder aggressiv, wenn ich daran denke, was mich bei Too Fast for Gnomes erwartet. Eine unsägliche Kombination aus Sprüngen, Gleiten und fiesen, scharfen Kanten, an denen man sofort stirbt. Deswegen will ich das heute nicht mehr anpacken. Und da ist The Cave doch fast ein Therapeutikum, ein Balsam für meine geschundene Gamer-Seele. Das werde ich nachher noch ein bisschen spielen, glaube ich. Und ansonsten war es das mit Dingen, die ich heute noch spielen werde. Weil ich eigentlich, wir nähern uns ja dem Ende des Januars. Und damit nähern wir uns auch dem der Creme de la Creme der Spiele, die im Januar erscheinen. Warte. Ja, nee, ist alles schon vorbei. Oh. Ach ja. für mich persönlich kommt noch Omerta, City of Gangsters, das ich, glaube ich, nächste Woche in den Händen halten werde, hoffe ich. Mhm. Ich bin ja so ein Wirtschaftssimulations- und Baller-Freund und da ist beides mit drin. Man ist der Bösewicht, weil man die Mafia quasi ist zur Zeit der Prohibition. Ich habe früher schon Gangsters gespielt, auf dem PC damals, vor Urzeiten, und das hatte so leichte Schwächen, das Spiel. Und dann kam der zweite Teil raus, den konnte ich nie spielen, weil mein Rechner damals nicht potent war. Und jetzt geht halt so eine, nicht eine Kindheitserinnerung, aber so ein Kindheitswunsch, sondern so ein Spätpubertätswunsch geht in Erfüllung. Ich kann endlich kann ich Al Capone Konkurrenz machen und eine Stadt in den Würgegriff meiner korrumpierenden Macht bringen und unterjochen und Schutzgelder erpressen und hast du nicht gesehen. Das ist ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Es klingt so. Es klingt sehr so. Ja, ach schön. Ja, da freue ich mich noch drauf, aber das ist ja noch so weit weg, da kann ich ganz gepflegt noch The Cave zu Ende spielen. Bin sehr gespannt. So. Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wir waren heute sehr, sehr züchtig, finde ich. Das stimmt, es war sehr unspektakulär. Ruhig. Nur zwei vielleicht kleine ein bisschen, Ausfilter. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Beim nächsten Mal werden wir wieder diverse bewusstenserweiternde Mittel zu uns genommen haben, damit wir den Grad der Verrücktheit auch halten können. So wie heute sind wir sonst nicht. Wir sind sonst ein bisschen durch, aber ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen erschrocken, was wir letzte Woche da so fabriziert haben, was uns, glaube ich, nachhaltig ausgebremst hat für den heutigen Tag. Das ist natürlich kein Dauerzustand. Das wird ganz bald, spätestens am nächsten Sonntag, wird das wieder anders sein. Dann schreiben wir auch eine unfassbare Zahl schon. Das muss man sich ja wie ein Stück Kräuterbutter auf der Zunge zergehen lassen. 90. Korrekt, 90. Das ist ja eine Zahl, die ist ja wunderschön. Mhm. Und bunt. Und bunt. In Farbe. Ja, aber nur für Synästhesisten ist sie bunt. Ja, das stimmt. Oh, guck mal, du, hey. Die Sam, ne, die hat ein Allgemeinwissen. Ich wollte gerade sowas sagen, wie, well, you made it ugly. Aber habe ich dann gelassen. Warum? Weil vorher klang das noch so schön und dann hat sie es so wissenschaftlich gemacht. Ach so. Das ist dann so ugly. Nein, ich fand nicht, dass sie das... Das war... Ich fand, das war... Ja klar, es war schlau. Ich muss mal wieder diese Doku finden über Synästhesie. Das ist... Da gibt's in England gibt's einen Koch, der bei jedem Wort einen Geschmack im Mund hat. Ja, es gibt auch Leute, die können die Tonleitern schmecken. Ja, oder Leute, die Zahlen, wenn sie rechnen, die Zahlen tatsächlich als räumliche Darstellung vor sich sehen, wie ein Holodeck voller Zahlen. Ja, okay. Oder hat, manche Leute sehen Zahlen bunt, manche sehen Töne bunt. Ja. Okay. Manche kriegen immer eine Gänsehaut auch von Musik. Das kriege ich auch.
Das ist auch schon eine leichte Form quasi von Synästhesie, weil es ja nichts miteinander zu tun hat. Also, dass einem kalt wird von Musik. Das ist eigentlich ein ziemlich spannendes Thema. Ich bin mal gespannt, wann es die ersten Spiele für Synästheten, ist das die richtige Bezeichnung? Ich glaube, oder Synästhetiker, ich weiß nicht. Synästhesisten. Synästhesianten, wann es die ersten Spiele gibt, die versuchen, das künstlich herbeizuzaubern. Gibt's bestimmt schon, oder? Es gibt so Spiele, ja, es gab mal so ein 360-Download-Ding, So das mit wurde Musik hinter. und Tönen gab's das doch Ja, sicherlich schon. genau, mit Visualisierung quasi, so Ja. eine, wie, so ganz abgedreht. Das muss ich mir mal runterladen. Das muss ich mir mal runterladen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es sah damals schon unfassbar freaky aus. Das lade ich mir mal runter. So, jetzt ist aber genug getöttert hier. Jetzt gehe ich in die Küche und mache jetzt was zu essen. Gut. Jetzt habe ich Hunger bekommen von so viel Download-Spielen. Ach so, ich dachte, so viel schmecken in Zahlen. Das auch. Gehabt euch wohl, machtet gut. Wir hören uns nächste Woche zum, wie gesagt, 90. Podcast wieder. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dann sind wir bestimmt nicht mehr so tüchtig wie heute. Dann geht's wieder rund. Gewinne, 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 alles muss raus. Und wir als allererste, ich freue mich, wenn auch ihr nächste Woche wieder dabei seid, Sam und André. Und wehe euch, ihr nehmt vorher nicht eine Flasche Grog zu euch, dann Sehr gibt's gerne. Haue. Bis demnächst. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.